Willkommen zurück. Wir sind dabei, unseren Chemieraum zu bauen. Die Länge haben wir schon mal. Wir brauchen natürlich noch die Breite. Das werden wir jetzt auch machen. Wir müssen vier in die Breite und die werden in die Wände eingelassen. Das machen wir jetzt auch mal wieder rucki-zucki. Dann haben wir das. Einen hatten wir schon. Das heißt, wir müssen noch zwei weiter. So, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, naja gut, ein, zweimal zu weit gebohrt, aber das gibt sich alles wieder. Haben wir jetzt die richtige Breite zumindest? Alter, gab das schon wieder Stein, du. Naja, gut, auf jeden Fall müssen wir mal kurz nachzählen. 1, 2, 3, 4, ja, wir sind hier richtig. Alles klar, dann kann ich das hier gleich wegnehmen. Dann kann ich hier mich schon mal 1, 2, 3, war richtig, ne? Ja. Gehen wir das hier, der erste Chemietisch. Genau, das muss natürlich in die Wände. Hier werden 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Und ich habe keine Holzrahmen mehr. Das ist natürlich blöd. Oh, mach mal 100 Stück, da sollte erstmal reichen. So, wie viel hatte ich hier jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. Hier werde wieder Chemietisch. Droni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Und hier dann natürlich wieder 1, 2, 3, genau. Das passt, das passt. Sehr schön, dann kann ich die hier einsammeln. Die muss ja eh noch breiter. Das Ganze zieht sich doch ein bisschen hin, na klar, bei der Größe. Wo, den können wir stehen lassen, das wäre Wand. Auf jeden Fall kommt es halt langsam. Ich glaube, höher muss das sowieso noch ein. Auf jeden Fall müsste das hier Wand werden, klar. Habe ich die Betonblöcke dabei? Ne, warte mal, bevor ich das jetzt mache. Muss mal oben kurz gucken. Ich hatte doch diese Fäule da drin, ne? Genau, genau. Gut, hier, da geht's natürlich nicht, das kennen wir ja schon. Einmal kurz die Betonblöcke, die brauche ich. Und dann kopieren wir die schon mal. Kopieren. Räumerstellung auch, auch wenn ich glaube, das geht nicht. Wir sollen bloß halt eine andere Farbe unten. So, das würde ja hier reinkommen. Genau, das müsste einmal gedreht werden. So. Ja. Ja. Oder? Fängt das da auch mal zum Dreieck an? Ja, das soll gleich werden. Das muss ich da leider gucken. Ja. Okay. Gut, gut. Das würde hier reinkommen. Also das hier wäre quasi die Wand. So, ne? Aber ist das auch die richtige Höhe? Das wären jetzt zwei hoch. Mensch! Ich sag ja, was man nicht im Kopf hat, da haben wir in den Beinen. Nö, bin ich aber. Okay. Oben rüber hatte ich auch noch so einen Streifen. Okay, okay. Darf ich nicht vergessen. Aber erstmal das. Natürlich nur drei. Da rein würde in der Chemietisch kommen. So. Zack. Dann können die hier nämlich auch schon mal wieder weg. Darunter wären, glaube ich, normale Blöcke. So, die müsste frei bleiben. Jetzt muss ich mal was gucken. Ich glaube, ich hatte das 3-3 gemacht und deswegen 6, ne? Also 3 in die Richtung, 3 in die andere Richtung. Aber einmal gucken. Ja, müsste ich bloß drauf achten. So spiegelverkehrt habe ich es gemacht. Da so rin und da so rin, okay. Ah, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Alles klar. So, hier müsste das Holz wieder hin. Aber einmal drehen, das gute Stück. Dreh dich bitte einmal so. Genau. Davon 3 Stück, ne?
Einmal hier hin. Den Door einmal hin. Und hier einmal hin. So. Genau. Und hier müsste denn genau andersrum. So rum. Auch drei Stück. Wunderbar, wunderbar. So, so, so. Ja, ja, ja. Wie kommt die hier auch schon wieder weg? Das doch. Ja, und das wird natürlich auch angemalt. Die werden in die Wand eingelassen. Und hier hatte ich, glaube ich, auch zum Chemietisch hin. Ne? Ah, ich muss da wirklich gucken. Ich kann mir das nicht merken. Ich habe in letzter Zeit ein Gedächtnis wie ein Sieb. Das ist schlimm. Das ist echt schlimm. Aber ich glaube, ich hatte hinten auch wieder hin. Ja, wieder hin zum Gerät. Okay. So, den müsste ich den auch nochmal drehen, oder? Ja, aber es geht hier schneller. Ich kopiere einfach. Einfach nur die Stellung. So. Genau, die aber natürlich auch wieder rein in die Wand. So einmal. Und hier einmal. So, so, so. Den können die auch weg. Und dann kommt natürlich Beton. So, das wenn die Chemietische, die soll natürlich eingelassen werden. Was habe ich denn hier gemacht? Immer. Das wirkt hier aber gerade etwas sehr merkwürdig, ne? Irgendwie, ja, hier hängen irgendwie noch so Zipfel an der Decke. Warte. Ja, ja, gut, man sieht es halt manchmal so schlecht. So, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder Level Up. Level 84 sind wir. Ist das... Oh, der muss auch weg. Gut, das mache ich später. Mir ging es jetzt erstmal nur um den Zipfel hier. Eins nach dem anderen. Und da müsste ich jetzt echt oben nochmal gucken, ob ich das da innen drin auch habe. Oder nur außen. Da innen drin habe ich nicht, okay. Die gehen da so direkt ran, alles klar. Aber das müsste da ja auch sein. Ob ich den Bogen hinkriege eben zum Dreierding, weiß ich nicht. Mal gucken. So, auf jeden Fall müsste doch hier einmal weg. Hier müsste auf jeden Fall ein normaler rein. Also dahinter. Weißt du was, Droni? Du kommst bitte einmal her. Droni, genau. Du bleibst einmal hier. Kannst mir gerne Bescheid sagen, wenn was kommt, aber du stehst mir hier ständig im Weg. Das geht so nicht. So. Den einmal da lang. Ich muss hier schließlich bauen. Boah, zwei Hufe allein schon der Chemietisch. Das heißt, hier oben müsste der Bogen hin. So, die sind aus so, ne? Ja, das passt aber. Das heißt, hier rein würde quasi die Wand kommen. Da haben wir ja gerade geguckt, die haben wir normal gemacht. Das heißt, ich brauche einmal normale Belege. Die da. Ne, die sind nicht normal. Die da. Die müssen quasi hier wieder rein. Da auch. Sehr schön. So, das wäre ja allein schon die Höhe des Chemietisches. Und hier oben... ich weiß nicht, wie hoch bin ich denn da? Chemietische sind gleich hoch wie mit der Werkbank. Also müsste das da hinhauen. Ja. Ich hatte den Bogen auf drin, ne? Ja. So, ob dazu hinhaut, das weiß ich auch noch nicht. Aber hier müsste so oder so noch rein, sonst sieht man das unterm Bogen durchlupen und das wäre auch nicht gut. So. Zack, zack, zack. Und den Bogen, den hatte ich von hier so rüber, ne? Ich glaube hier... Oh, Mann. Ich muss ihn sowieso kopieren. Das ist ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ja, der sitzt quasi... Nicht da drauf. Der sitzt quasi hier oben drin. Und kopieren wir ihn einmal. Den Bogen. Danke. So, quasi hier sitzt der Bogen. Da müsste er hin und da müsste er natürlich andersrum. So rum. Gut, ich könnte oben einfach gerade rüber machen. Wäre wahrscheinlich auch die beste Idee.
Ja, das spitzt sich hier oben genau so. Ich versuche hier irgendwie so eine Schräge, gibt es glaube ich auch gar nicht. Das würde glaube ich aber auch überstehen. Aber hier oben muss ich was aufpassen, da müsste ja das Streifen rein. Ah, mal gucken, mal gucken. Erstmal normalen Block. Der müsste auf jeden Fall, oder? Ich glaube, da ist normaler Block, aber ich gucke sicherheitshalber mal nach. Wollen wir bei den Betonblöcken die Olle wieder wegzuknibbeln? Ja, das ist normaler Block. Das wollen wir ja nun alle nicht. Wenn wir die falsch bauen. So, darin, darin, darin. Hier denn auch nochmal. So, hier auch mal komplett langziehen. Alle 6 Stück. Oh, dann kommen wir aber auch so langsam mal wirklich an vernünftige Chemietische. Und dann fehlt nur noch die Schmiedeabteilung, die wir dringend brauchen. So, ich weiß nicht, ob der Streifen hier war oder da war. Da müssen wir gleich mal gucken. Ich glaube, der war aber da. Mach ich jetzt erstmal das da. Passt das hier überhaupt noch? 1, 2, 3, 4. Ja. Sehr schön. Was war jetzt die erstmal wieder weg? Hier denn erstmal 3 hoch wieder, ne? Ja. 1, 2 und 3. Dode nochmal. Das muss ja eh ein weiter rein. So, da auf jeden Fall auch. So, und das sind alles ein weiter rein. Darin. Auf jeden Fall sieht es denn halt ähnlich aus wie oben, nur halt mit Chemietischen. Lager bauen wir hier nebenan auch noch. Sehr schön. So, die kommt dahin. Da und da drüber dann halt nochmal der Bogen. Genau, genau. Hier können wir jetzt aber auch hier direkt kopieren. So. Der würde hier hinkommen. Ja. Wollen wir drehen. Der würde da hinkommen. So, hier unten drunter dann noch einmal normaler Block. Ja. Sehr schön. So. Ich glaube, draußen entweder regnet es gerade wieder oder draußen rennt irgendwas Großes rum. Aber wieder Leuchte-Frame-Einbrüche. Aber ist noch auch nicht schlimm. Fällt ja zum Glück kaum auf. So, dann muss ich mal gucken, ob der Streifen da oder da hinkommt. Das müsste ich jetzt wissen. Und dann weiß ich ja auch ungefähr, wie hoch das muss. Einmal kurz abzählen da. So, der Streifen ist... Der hier nicht, weil das ist ein ganzer Block. Streifen ist also auf dem 4. Also hier müsste einmal eine Reihe normal lang. Alles klar. Da drüber wäre der Streifen. Gut, hier kommt der Eimer normal lang. Aber dann brauchen wir nicht alles wieder aufwerten. Wir müssen gleich aus Beton machen. So. Da nochmal. Und dann muss ich überhaupt mal gucken, ob ich so viele Chemietische bauen kann. Einen hätte ich zwar zu Hause, aber wir finden hier immer nur 3 Stück. Ja? So. Wunderbar. Und da nochmal das letzte Stück. Und oben drüber müsste denn der Streifen. Dann hätten wir zumindest eine Wand fertig, an der wir uns orientieren können. Wunderbar. Sehr schön. Und oben würde der Streifen reinkommen. Ja, und die Wand muss natürlich auch noch. Das ist klar. Hier muss er noch Wand hin. Wie heck, schon wieder so ein Fitzel. Wie hab ich den gebohrt? Das ist ja furchtbar. Ja, das kommt, weil man das so schlecht sieht. Das tut ja gewaltig. Mich zumindest. Also gerade ist echt was anderes. Aber so ist schon besser. Sehr schön.
Stein haben wir jetzt erstmal ein bisschen auf Vorrat, würde ich sagen. Ein klitzekleines bisschen. So, ich mache jetzt erstmal den Streifen oben rüber. Dann wissen wir, ob wir hoch die Decke muss, mich direkt da drüber. So, erstmal Streifen kopieren. Zack. Richtige Stellung kopieren. Zack. Ach, den habe ich unten lang gesehen. Sieh mal einer an. So. Der müsste auf jeden Fall genau hier einmal so rüber. Soll hier schließlich auch noch was aussehen. Aber ich denke mal, wir werden später sowieso wohl Zement brauchen wir in Massen. Garantiert viel Zement schmieden. Da geht der Stein schneller weg, als man denkt. Da unten sollen ja auch noch Zementmischer mit hin. Da kann man das Ding gleich, also ja, gleich zu Beton machen. Und den haben wir später auch alles in großen Mengen, um vernünftig weiterzukommen. Den klappt dann auch alles. So, die sollen hier auf jeden Fall rein. So. Nein, wo bist du denn hin, Mensch? Da habe ich nicht hingeklickt. Och, nö. Tut das jetzt Not? Da habe ich echt nicht hingeklickt. Ja, okay. An Blöcken haben wir jetzt nichts mehr Mangel. Ich glaube, wir haben noch 700 zu Hause oder so. Also, alles schön gemütlich, ruhig. So, die Eimer noch. Ist ja natürlich jetzt falsch, klar. Eimer, Stellung, genau. Zack. Da hatte ich hingeklickt. Jo, und das hier oben weh denn schon die Dinge. Alles klar, passt doch. Und da müssten die Chemietische nicht reinpassen. Weil ich habe ja so geguckt, die sind zwei hoch. Das Ganze müsste natürlich auch nochmal auf die andere Seite. Die Wand müsste noch ein bisschen aufpassen später mit der Decke, weil da sollen ja noch die Lampen rollen. Das hier wäre Wand. Ja, gut. Der Raum ist vielleicht etwas gigantisch, aber es wird schon gehen. Es wird schon gehen, alles klar. Gut, gut. Naja, ob das noch reinpasst, wir verteilen erstmal die Skillpunkte. Und zwar wollte ich hier doch... Hier war das nett. Ich wollte nämlich, glaube ich, genau, Maschinengewehr ein bisschen höher kriegen und da füllte uns Standhaftigkeit Level 7, genau. Dafür wollte ich Punkte spawnen. Dafür brauchten wir schon zwei Punkte, so war das, genau. Wir haben zwar jetzt erst 6, dafür bräuchten wir auch nochmal zwei Punkte, aber wir kommen höher. Was bringt das eigentlich? Du verursachst 250% Schaden mit Kopfschüssen und hast mit deinen Fäusten und Maschinengewehren eine Chance von 30% dein Ziel zu zergliedern. Na, das passt doch. So, dann müssen wir hier aber auf jeden Fall auch weiter. Aber ich glaube, ich werde mal kurz die Lampe von hier nach dort weg entfremden. Ich sehe hier so gut wie nichts. So. Den schnappen wir uns den Bohrer, obwohl ich, bevor ich jetzt weiter bohre. Bevor ich jetzt weiter bohre, das ist jetzt wirklich wichtig. Ich muss einmal kurz nach Hause nach Benzin gucken. Oh, wenn ich hier das letzte Benzin wegbohre, haben wir dann nicht mehr genug zu tanken und kommen nicht mehr hin zur Wüste. Das muss ich wirklich einmal merken. Felder sind auch fertig, wahrscheinlich. Naja, aber guck mal, jetzt sind die Frames ja normal. Wahrscheinlich sind sie gerade alle gewachsen. Gut, die brauchen wir jetzt nicht abenden. Das Feld haben wir erstmal voll, wir haben genug. Kartoffeln wären nur wichtig. Sind die auch fertig? Ja. Das mache ich aber allerdings erst, wenn wir noch einmal ein paar Beete gebaut haben, damit wir das hier voll kriegen. Aber jetzt erstmal nach Hause. Ja. Du kannst dir dein Gewitter in die Haare schmieren, Mensch. Ich muss jetzt nach Kuh gehen. Das geht alles nicht, wie viel Benzin ich habe. Das Wichtige. Ja. Wollen das ja schließlich auch mal fertig kriegen. Kann mir so sein, dass wir einmal einen Obststecher in die Wüste machen müssen. Und in zwei Tagen ist heute. Gut, dauert noch ein bisschen. Sehr schön. Dann kann ich auch gleich mal, wenn ich sie noch irgendwo unterkriege, die Steine entsorgen. Erstmal gucken. Hab hier noch ein bisschen Ölschiefer. Das ist aber so ziemlich alles. Hab ich noch irgendwo Benzin rumfliegen?
Ich bezweifle nämlich, dass ich kaum noch was habe. Oh, da ist nix. Da ist auch nix. Und hier ist auch nix. Oha, du. Es nützt alles nichts, sonst können wir bald nicht mehr tanken. Ich muss in die Wüste. Das ist echt. Oha. Gut, ich mach das bitte ein Ölschiefer jemand zu beziehen, aber das ist was für ein hohen Zorn, du. Dort ist nicht viel. Okay. Eins seit dem anderen. Wüste wissen wir ja zum Glück, wo sie ist. Die brauchen wir ja nicht mehr suchen. Hier, du, mein Freund, kriegst erstmal eine volle Ladung Stein. Wir packen dir auch mal ein bisschen Holz rein. So. Ja. Ein Schmelzding ist da auch drin. Ach, ich muss mich echt erstmal an diese Mausgeschwindigkeit gewöhnen. Das nehmen wir mal raus. Sonst lüftet er eh gleich über. Das, was drin ist, kannst du schon mal wieder rausbrennen. So, haben wir was im Zementmischer? Jo. Ja, okay, warte mal. Oh komm, 6000 Sand geht noch. 6000, sagte ich, mein Freund. Nicht mehr, sonst wird's da zu voll. So, warte mal. Oh, how are you? Wir haben zu viel Stein. Hier, warte mal. Mach mal den Beton, den wir gerade einstecken haben. Zu Blöcken. Zack. Dann können wir die zwei mitnehmen. Wie viel Sand haben wir? Nicht viel. Wir haben jetzt 3568 Zement einstecken. Haben wir noch irgendwo Zement? Ja, gut. Dann nehmen wir den raus. Dann können wir noch einmal genau 6000. Sand sollten wir auch haben. Vorne nehmen wir nochmal Beton einsetzen. Zock. Ich hätte ja auch schon mal ein paar Sachen drüben lassen können, ne? Oh, mal nix. Den kriegen wir hier auch nochmal 6000 Beton hin. Den kommt es ja langsam alles. Den konnte ich da wieder rauflegen. So, da habe ich auch noch einmal Beton einstecken. Das kommt denn hier mit drin. Zack. So, den habe ich aber immer noch. Viel zu viel Stein. Ich bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Beton habe ich auch noch. Warte mal, der ist hier mit drin. Da bleibt wohl, glaube ich, nichts anderes übrig, als mal eine Steinkiste zu bauen. Nee, du. Ja, vorübergehend zumindest, bis drüben alles fertig ist. Da ist noch kein Lager für Stein. Kommt ja noch. So, aber Benzin ist wirklich eng, du. Das ist nicht gut. Zack. Hier, da kommt denn erstmal nur Stein rein. Sehr schön. So, die Sachen bleiben sowieso erstmal hier. Ja, ja, ich muss unbedingt Benzin machen. Oder holen, besser gesagt. Und dann ist was für ein hohen Zorn. So, auf jeden Fall kommt das hier erstmal mit drin. Dort hier erstmal mit drin. Das Blei hebe ich jetzt auch erstmal auf. Hier sind auch noch Steine, weil die können raus. So, und der Rest ist alles schon drüben, ne? Ah, Blei haben wir nicht viel. So, das kommt erstmal mit in die Verkaufskiste. Oh, gut. Hier, das kommt hier auch noch mit drin. Habe ich hier noch Stein drin? Ja, ja, die können wir auch mal mit rausnehmen. Da liegen noch... okay. Ja, schön. Okay, wir haben noch mehr Benzin, als ich dachte. Das übrigens gehört rüber. Medizingedönsen haben wir noch nicht drüben, aber das haben wir schon mal drüben. Mods haben wir schon mal drüben. War schon mein Chemietisch, den nehme ich aber später mit. Hier, das haben wir aber auch schon drüben. Hier den ganzen Elektrogedönskram. Das ist auch Elektrogedöns. Oh, alles mal mitnehmen, genau wie das. Das Ding kann ich zu Blei machen, das kommt eh in die andere Kiste. Das ist schlimm hier, das haben wir schon mal drüben. Weiß nicht, ob ich das drüben habe. Ich nehme es mal mit, das gehört nämlich eigentlich rüber. So, den kriegen wir auch mal ein bisschen Platz hier mit. Was ist denn das für eine Ordnung? Das ist ja furchtbar. Das kommt gleich in die Steinkiste. Ich wollte nur mal kurz hier Bläume mit drin. Schlimm, diese Ordnung. Schlimm, schlimm, schlimm. So.
Doch mehr Steuern als gedacht. Auf jeden Fall haben wir noch ein bisschen Eisen. Der schmuggelt auch mal wieder nix. Baggerin. Das kann raus. Leben ist voll. Den kriegst du nochmal Holz. Vergiss immer die Schmiede. Furchtbar. So, warte mal, kann ich dich auch aufteilen. So, du bist beschäftigt, schwer. Ja, du. Tor ist eh nix. Gut. Dann haben wir noch ein bisschen Lehm. Nee. Lehm bleibt hier. So, und der Rest geht alles rüber bis auf das Blei, ne? Das Blei bleibt hier. Gut, bist du fertig? Jo, dann kannst du wieder raus. Thorsten nehmen wir mit. Ach, den haben wir erstmal beziehen. Dann kann Wüste erstmal warten. Sehr schön. Den jetzt noch einmal rüber. So viel Zeug muss sein. Hat sich euch jetzt alles wieder übelst nach hinten gezogen. Die Beete müssen wir noch machen. Zumindest das Kartoffelfeld, wie gesagt. Mais haben wir erstmal genug, aber Kartoffelfeld. Das muss sein. Das wollen wir fertig kriegen. Dann hoffe ich, dass wir ein paar Beete überhaupt. Ich habe so viel auf einmal zu tun. Hier draußen, innen, drin, unten, Hordenbase. Okay. So, ein Motorrad ist nichts. So, Essen habe ich auch nichts eigentlich. Doch, 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 doch. Das war schon schönes, frisches Fleisch. Rinder. Den haben wir noch ein bisschen lecker Tierfett. So, und der Rest kommt fast runter. Die Gläser bleiben noch hier, aber der Rest ist alles unten. Ne? Jo. Gut, gut, gut. Alt, nicht hier. Da. So, erstmal in die Auto-Elektro-Gedönskiste. Da kommt auf jeden Fall der Motor mit rein. Da kommt DOS mit rein. Hier, die ganze Chrom. Sehr schön. Einmal so tief, wenn es geht, mein Freund. So, den haben wir noch Mods. Die kommen drin. Zack, zack. Und dann muss ich mal gucken. Leder haben wir auf jeden Fall auch hier irgendwo. Leder, Lederstoff, genau. Und den haben wir noch groben Schrot. Doch, haben wir schon hier. Okay. Gut, Knochen noch. Die kommen durren. Sehr schön. Und noch einmal Schießpulver. Das haben wir da. Wunderbar. Gut, gut. Denn können wir ja sogar weitermachen. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal oben schnell das Kartoffelfeld. Dafür bräuchte ich Nitrat, was ich Depp hier auch hätte mitnehmen können. Aber... gut. Dann fahre ich jetzt erstmal nach Hause. Wir machen für heute Schluss. Ich hole das Nitrat, wir stellen die Beete her und dann machen wir das Kartoffelfeld fertig. Ich hoffe, das reicht. Und den machen wir unten weiter, weil es muss. Aber das meiste haben wir auch geschafft. Ist ja jetzt nur noch die eine Wand, also jetzt zu viel Gebohre ist ja jetzt auch nicht mehr. Gut, gut. Dann bedanke mich bei euch natürlich wie immer fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und ich sage mal Tschüss, bis morgen. Bye, bye.